Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Channel und alle, die diesem Channel schon länger folgen, wissen, was es bedeutet, wenn samstags ein Video kommt, nämlich, dass wir gemeinsam Lightroom Presets bauen. Für alle, die jetzt neu auf diesem Channel sind, auch an dich ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du hier dabei bist. Und wenn du neu bist, dann weißt du wahrscheinlich nicht, was es mit dieser Serie auf sich hat, deshalb hier nochmal kurz zur Erklärung. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich samstags ein Video zum Thema Lightroom Presets auf diesem Kanal. Anhand eines vorgegebenen Bildlooks, zum Beispiel durch Serien, durch den Style erfolgreicher Fotografen oder durch bekannte Locations, erstelle ich in diesen Videos gemeinsam mit dir ein Preset, das diesem Look möglichst nahe kommt. Dabei zeige ich dir, welche Regler an welcher Position Sinn machen und ab und zu auch, was darüber hinaus in Lightroom möglich ist. So kannst du den vollen Bildbearbeitungsprozess von der RAW-Datei bis zum fertigen Bild mitverfolgen. Du kannst diese Videos entweder als Tutorial nutzen oder die fertigen Presets für einen kleinen Betrag in meinem Online-Shop downloaden. Jeder Download supportet dabei die Arbeit, die in diesen Channel fließt und gibt außerdem eine extra Portion Karma-Punkte. Das ist also die Serie Presetter Day, in der wir, wie gesagt, immer mal wieder Lightroom-Presets erstellen. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ein Preset, das eigentlich gedacht war als Portrait-Preset, sich dann aber irgendwie in so eine Urban-Lifestyle-Richtung entwickelt hat, für die es wirklich sehr, sehr gut passt. Und es, wie sich herausgestellt hat, passt auch noch ganz hervorragend zu ganz vielen anderen Anwendungssituationen und erinnert mich so ein bisschen an den Entwicklungsstil oder den Bildstil von Short Stash auf Instagram. Vielleicht kennt den ja der ein oder andere. Wer den nicht kennt, sollte sich den unbedingt angucken. Es ist richtig, richtig schöne Bilder, echt ein cooler Bearbeitungsstil und so ein bisschen Storytelling in jedem Bild dabei, was ich persönlich auch echt ganz cool finde. Also unbedingt, ich verlinke euch das hier unten, unbedingt mal reingucken. Ja, aber wir fangen jetzt erstmal an. Wir fangen mal an anhand dieses Ausgangsbildes. Ich zeige euch, welche Bearbeitungsschritte dann zu diesem Ergebnis hier führen und wie ihr dann zu dem Preset kommt. Dafür müssen wir natürlich wie immer an den Rechner in Lightroom. Deshalb nehme ich euch jetzt mit. Los geht's. So, ich habe ja schon gesagt, wir starten mit diesem Bild und als allererstes würde ich mal eine kurze Änderung machen, die ich nicht ins Preset aufnehme. Und zwar das Ganze etwas gerade auszurichten. So, okay. Wir fangen an. Die Belichtung kann man natürlich individuell auf das Bild einstellen. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Kontrast und dann dieser Look von, wie gesagt, Short Stash und dieser urbane Look, der hat eigentlich nie richtig Weißtöne drin. Aus dem Grund nehmen wir hier mal die Lichter deutlich zurück, also minus 75 und auch die Weißtöne. So auf minus 15. Die Tiefen dürfen dafür auf 45, 50 sowas angehoben werden und auch Schwarz, gerade hier im Rucksack, darf ein bisschen kleinen Push bekommen. Struktur kann man machen, wenn man mehr Struktur will, nehme ich jetzt mal nicht ins Preset auf. Was ich aber mache, ist Klarheit, dass das Ganze noch so ein, ja, in den feinen Strukturen so ein bisschen mehr Kontrast bekommt. Und auch Dunst entfernen gibt nochmal so einen subtilen Push in den helleren Bereichen, wenn ich das so auf 5 stelle. Wie immer ist es natürlich so, dass ihr die Presets, wenn ihr die runterladet oder selber baut, nach Belieben anpassen könnt. So, wir gehen weiter mit der Dynamik. Die fahren wir deutlich hoch, damit wir dann die Sättigung runternehmen können. Ich habe schon mal in dem Video auf meinem Channel, das verlinke ich euch hier oben, erklärt, was der Unterschied zwischen Sättigung und Dynamik ist. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, deshalb verlinke ich euch das mal. Bei den Kurven fange ich immer an mit gehaltener Alt-Taste so einen Punkt auf jeder Schnittlinie zu setzen und dann ziehen wir mal die Kurve hier unten, ein Ticken rein, hier so ein bisschen raus, wirklich nur nicht zu viel. Hier so ein bisschen nach oben und hier. Nach unten.
So ungefähr. Dann besteht dieser Look eigentlich daraus, dass wir also auf Rottönen basierend ja jeden anderen Ton entsättigen und nur noch mit den Rot-Orange-Tönen arbeiten. Aus dem Grund kriegt Rot hier eine kleine Verschiebung in den Rot-Orange-Bereich, also weg vom Lila. Und auch die Orange-Töne kriegen einen kleinen Schubs Richtung Rot. Gelb hingegen darf komplett in die Orange-Richtung gehen und Grün wiederum Richtung Gelb. Damit haben wir die Grüntöne quasi eliminiert. Wenn wir Aquamarin jetzt noch ein bisschen in die Grün-Blau-Richtung verschieben, geht das Ganze so Richtung Teal and Orange Look, was ja irgendwie immer so die Basis ist für irgendwie moderne, coole Looks. Halt Blau ebenfalls Richtung Teal, vielleicht so 35. Und Lila und Magenta dürfen erstmal unverschoben bleiben. Und was wir dann machen, ist die Sättigung verringern, und zwar von Orange und Rot weniger als von allen anderen, denn alle anderen werden ordentlich entsättigt. Und damit bleiben nur noch Rot-Gelb-Töne übrig. Bei der Luminanz machen wir das ähnlich, also auch hier werden wir alles verdunkeln, also jedem Farbton etwas von der Luminanz wegnehmen, mal mehr, mal weniger. Ich tippe diese Werte jetzt hier von meinem Cheat Sheet ab und ihr seht schon, wie sich mit jedem Wert der Look verringert. Und dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich nah da dran, wo wir eigentlich hinwollen. Bei den Lichtern habe ich mir jetzt mal so einen Wert von 35 und 10 und bei den Schatten von 50 und 6 ausgesucht. Kann man jetzt noch mal kurz vorher nachher gucken. Ja, man erkennt wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber so ein ganz kleiner Gelbstich ist dann drin. Schärfen, Rauschreduzierung etc. lassen wir alles so, genauso wie Upright, ist alles nicht im Preset. Was wir machen können, ist so eine kleine Vignette rein. Ob die jetzt ins Preset kommt oder nicht, muss ich mir noch überlegen. Das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Wenn nicht, kann man sie ja wieder rausnehmen. So, und dann verschieben wir die Rottöne etwas, plus 20, und entsättigen die auch hier. Genauso wie die Grüntöne verschieben wir in Richtung Blau-Türkis, nehmen auch hier die Sättigung raus und Blau geben wir etwas Sättigung hinzu und dann sind wir mit unserem Look eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt hier das Ganze schon mal vorgearbeitet, ja, ist eigentlich ziemlich genau das, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Und dann habe ich hier so ein paar Bilder, mit denen ich das mal ausprobiert habe. Wenn wir das mal zurücksetzen und dann nochmal sagen, ich möchte hier das Brown Preset. Dann müsste ich hier jetzt noch einen Verlaufsfilter reinbauen, was jetzt nichts mit dem Preset zu tun hat, sondern einfach mit dem Helligkeitsunterschied im Bild und die Belichtung nochmal anpassen. Dann sieht das eigentlich schon ganz cool aus. Was ich ganz gut finde, ist, dass, wenn man sich jetzt mal das Bild hier anguckt zum Beispiel, das ist ein ganz normales Bild, Andi guckt auf die Kamera, recht unspektakulär. Mit dem Preset wird es in so einen braunen Ton getaucht, alles andere ist recht entsättigt und es wirkt eigentlich sofort viel besser. Genauso bei solchen Lifestyle-Shots irgendwie, wenn man jetzt mal vielleicht ein Produkt in Szene setzen will, ist das jetzt das Originalbild und mit dem Preset alles ein bisschen mehr Ton in Ton einfach. Also es trägt schon deutlich zu der Harmonie des Bildes bei. Setzen wir das mal zurück, das ist eher blau, matt, schon viel Sättigung drin, also viel Farbstich. Wenn man das rausnimmt, hat man schwarz und braun und mehr nicht.
Ja, und auch so ganz langweilige Shots, die irgendwie mal so nebenbei entstanden sind, kann man damit noch deutlich aufwerten. Also auch das sieht sofort irgendwie besser aus. Das ist also der Look, den wir heute fabriziert haben, und ich muss gestehen, ich finde es ziemlich cool und sehr universell einsetzbar, und ich glaube, das ist eines der besten Presets, die ich innerhalb dieser Serie je gemacht habe. Das war also das Preset, die Preset-Erstellung eines, wie ich finde, richtig coolen, urbanen, braunen Looks, so ganz desaturiert, entsättigt, richtig, ja, mir gefällt es richtig gut. Und wenn es dir auch gut gefällt, dann kannst du es ja hier unten mal in den Kommentaren mir erzählen. Wer jetzt keinen Bock hat, den ganzen Mist nachzumachen und irgendwie an den Reglern rumzuschieben, dem verlinke ich hier unten meinen Shop. Auch da gibt es dieses Preset und ganz viele andere Presets aus vorherigen Folgen, die ihr euch gerne auch nochmal hier auf diesem Channel angucken könnt. Aber vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, bis Ende Juni, genau, bis Ende Juni gibt es 50% auf alle digitalen Produkte im Shop. Mit dem Code hier 1000 als mein Dankeschön für 1000 Abonnenten hier auf YouTube. Da könnt ihr stöbern, einkaufen und kriegt das Ganze auch zum halben Preis. Das sind also Lightroom Preset, Lightroom Preset Packs und für alle, die vielleicht neu in der Fotografie sind, auch ein Kompositionsguide mit ganz vielen Infos rund um das Thema Bildkomposition. Wenn du jetzt mehr davon sehen willst, dann darfst du gerne hier unten diesen Channel abonnieren. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Erzähl mir in den Kommentaren vielleicht, welche Art von Preset du dir wünschst, welchen Künstler oder Instagram-Fotografen wir vielleicht mal ja, genauer angucken sollten, wo wir mal ein Preset aus dem Look erstellen sollten. Ich verspreche euch, ich lese alle Mails, Kommentare und gucke mir das auch an, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis dass ich das umsetze. Ich finde es immer sehr cool, wenn ich von euch Input bekomme und versuche das auch alles umzusetzen. An dieser Stelle sind wir jetzt am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, dann lass gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, wenn du mehr davon sehen willst. Dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Channel abonnierst und die Community weiter wachsen lässt. Wenn du Ideen hast, dann schreib es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.